Welle 4 vom Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass ist da und bringt neben den 8 neuen Strecken im Frucht- und Bumerang Cup auch Birdo als neuen Charakter zu uns, sogar in 9 verschiedenen Farben. Tatsächlich sind dank Birdo aber auch in der Charakterauswahl zusätzlich 5 Fragezeichen aufgetaucht, was bedeutet, dass da wohl noch 5 Charaktere hinkommen. Witzig ist der Zeitpunkt dafür schon, wie ich finde. Immerhin fehlen jetzt im DLC nur noch 2 Wellen. Bleibt abzuwarten, auf welche Weise wir diese neuen Charaktere dann bekommen werden. Auch spannend bleibt dann natürlich, welche Charaktere das sein werden. Mutant Tyrannia steht hier wohl hoch im Kurs. Aber was meint ihr? Wer könnte noch dazukommen? Wen würdet ihr euch wünschen? Lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten gab es mit Welle 4 und dem damit verbundenen Update auf 2.3.0 leider nicht ganz so viel Neues. Hat nur ein paar Kleinigkeiten geändert diesmal und ein paar Bugs natürlich wieder gefixt. Welle 4 ist trotzdem insgesamt schick geworden. Die Strecken stehen hier beim DLC ja auch immer noch im Vordergrund. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid und damit macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.